Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornhub. Wir schauen uns jetzt die Oldtimer-Seilwinde an vom FBM-Team. Das Ganze ist in der Version 1.0 und findet ihr einmal in der Kategorie Werkzeuge und dann Forstemaschinen. Modder selber schreiben dazu, ja, Oldtimer-Seilwinde. Hierbei handelt es sich um eine alte Seilwinde, einmal mit Kurbel und einmal mit Zapfwellenantrieb. Also eine Seilwinde für, ja, nostalgisch eher gesagt, für ältere Traktoren. Ja, haben wir sie einmal, Lizard Winde 100.005 in der Anschaffung, beide jeweils. Wenn wir einmal drauf gehen, sehen wir das Ganze auch. Ja, Lizard Winde, keine Config-Möglichkeiten, 1.005 in der Anschaffung, 51 im Leasing. Ab nun mit Handbetrieb oder eben mit Zapfwellenanschluss hier mit dran. Ich habe beide mal gekauft, wie man hier sehen kann, ganz unschwer. Und ja, da sieht man, läuft auf jeden Fall. Ich nehme das mal kurz, schiebe das mal ein bisschen weiter rüber, dass wir ein bisschen mehr Abstand haben. Hier dann dementsprechend die modernere, in Anführungsstrichen, Variante, eben mit Zapfwellenanschluss, liegt dementsprechend auch dort da. Dort haben wir noch eine Stiel oben drauf. Ansonsten hinten dementsprechend die Seilwinde mit Haken, ne? Ganz klar. Bei den Handbetrieb das gleiche in grün, außer dass eben dort der, ne, die Zapfwelle halt fehlt. Texturtechnisch kann man da viel nicht dazu sagen, ist halt in diesen grün gehalten. Das war's dann auch schon. Ist halt ein Rahmen mit einer Dings mit drin, hier halt noch mit Anschluss und das war's dann halt. Also, Tobi, passt soweit. Ansonsten, Thema Funktionalität. Ich habe das Ganze mal hier an den Fiat dran gemacht. Älter geht's gerade nicht. Und der Anschluss mit Zapfwelle sieht man dementsprechend auch hier wunderschön. Das passt sich soweit auch an, ohne Probleme. Wenn ihr das Ganze aktiviert habt, seht ihr dann dementsprechend auch hier aktive Winde. Zweite Winde, Fiat 1300D. Und dann steht dann hier unten auch nochmal da Winch, ne, Seillänge, die übrig bleibt. Also werden wir uns bewegen, wegbewegen, so wird es dann dementsprechend auch weniger. Prinzipiell hier schon mal 57 Meter da. Ansonsten, wenn wir in der Maschine drinne sitzen, haben wir hier auch mehrere Möglichkeiten. Erstmal können wir das wieder hoch und runter machen, je nachdem, wie ihr das wollt, ist ja ganz klar. Wir können die Seilwinde anschalten mit B. Dazu müssten wir aber erstmal den Motor starten, ganz klar. Also die Seilwinde anschalten mit B hört sich dann auch dementsprechend so an. Die Seilwinde senken kann man auch mit V und auch wieder anheben. Auch kein Problem. Und wenn das Ganze jetzt schon einmal angeschaltet ist, können wir uns ja einmal jetzt zu den Stämmen beispielsweise bewegen und haben dann hier die Möglichkeit, mit der Taste B das Ganze dran zu machen. Ne, das geht auch wiederum für mehrere Stämme, das ist jetzt auch kein Problem. Und nun können wir mit Umschalt links Y schneller winden über Fernbedienung. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also Steuerung, Quatsch, Umschalt links und dann Y. Dann können wir über die Fernbedienung hier hinten das Ganze auch so mit ranholen. Ja. Ansonsten einfach nur winden über Fernbedienung, einfach nur Y. Ne, auch ein klassischer Fall. Und X ist dann Seile lösen über Fernbedienung. Können wir dann hier rangehen und können dann mit der Taste X das Ganze auch wieder mit entfernen. So, ansonsten prinzipiell macht ihr das Ganze halt so. Ihr steigt ein und gebt dann im Endeffekt Gas. Und könnt dann hier auch nochmal über Y das Ganze dementsprechend winden. Mit B können wir die Seilwinde abschalten. Und wenn ihr das Ganze abgeschaltet habt, seht ihr, folgt das euch. Wenn die Seilwinde noch an ist, passiert nämlich das, dass der manchmal einfach noch weiter zieht. Ne? Also im Sinne von mehr Leine gibt. Das wollt ihr nicht, deswegen mal kurz ausschalten oder halt mal kurz selber winden. Und dann läuft das Ganze. Aber selber winden könnt ihr auch nur, wenn ihr Y drückt. Ja, und somit könnt ihr jetzt den ganzen Spaß dementsprechend da irgendwo hin transportieren, wo ihr ihn halt haben wollt. Ist ganz klar. Dann könnt ihr mit Umschalt links und B das Ganze auch wieder abkurbeln und das war's. Ne? So funktioniert die Seilwinde halt im Übrigen. Das Ganze schauen wir uns natürlich auch noch mit den Handbetrieb an. So, dann hier einmal das Ganze mit den sogenannten Handbetrieb oder Handbetrieb in Anführungsstrichen. Wir können mit der Taste U den Anhängerhaken demontieren oder dementsprechend wieder montieren, je nachdem, ob wir das Ganze eben so wollen oder dementsprechend nicht wollen. Ne, ganz klar. Dann können wir einmal hier auch wie beim ersten einfach einmal mit der Taste B das Ganze hier dran machen und mehrere verbinden.
Wenn ihr es wieder loshaben wollt, drückt ihr dann einfach auf den jeweiligen nochmal mit B, ne? Dann löst sich das Ganze dementsprechend wieder ab. Ansonsten haben wir auch hier die Möglichkeit, über Umschalt und Y, also halt das Ganze wieder zu machen. Dafür muss der ganze Spaß aber auch laufen. Ne? Also Umschalt, Y zieht er den ganzen Spaß wieder ran, oder nur mit Y zieht er dementsprechend langsamer mit ran. Also wie beim ersten dementsprechend auch. Oder ihr fahrt einfach und habt Spaß dabei, könnt das Ganze noch ein bisschen näher an euch ranziehen oder dementsprechend auch schneller, je nachdem wie ihr es halt wollt, und könnt das Ganze dann transportieren und auch wieder mit Umschalt B das Ganze ablösen. Ja, wie so eine Seilwinde eben funktioniert, das Prinzip ist ja, denke ich mal, seit der Taifun-Seilwinde relativ klar. Bäm, fertig. Ja, in dem Sinne soll es das auch schon gewesen sein. Lok sieht so aus, ist sauber, hätte ich jetzt aber auch von FWM nichts anderes erwartet. Und in dem Sinne findet ihr den Download-Link inklusive der Bewertung in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke wie immer fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.